Hallo und herzlich willkommen hier bei MacExponent und einem weiteren Screencast. Heute kümmern wir uns um das Programm Audiobook Binder. Audiobook Binder könnt ihr kostenlos im Mac App Store runterladen. Und ja, wir schauen uns das Programm einfach mal an. Wie der Name schon sagt, ermöglicht euch Audiobook Binder, ein Audiobook zu binden. Stellt euch folgende Situation vor: Ihr habt daheim eine beliebige CD mit einem Hörbuch oder von mir aus auch zwei CDs, ein langes Hörbuch, und ihr wollt dieses Hörbuch jetzt in iTunes importieren, um es unterwegs auf eurem mobilen iOS-Gerät zu hören, beispielsweise. Gut, wenn ihr diese ganzen Dateien importiert, was ja mit iTunes kein Problem ist, habt ihr eben eine Liste von Dateien, je nachdem wie groß das Hörbuch ist und wie viele Dateien dieses Hörbuch hat, können das schon relativ viel werden. Ich habe jetzt hier als Beispiel ein 1-Stunden-Hörbuch genommen, also ein eher kurzes. Und dieses Hörbuch hat schon 47 Dateien und das finde ich schon relativ viel. Die einen sagen, ich möchte diese Dateien, also ich möchte einzeln auswählen können, welches Kapitel ich jetzt hören will. Und die anderen sagen, ich hätte lieber gern eine Datei als ein Audiobook, so wie es bei mir und den gekauften Hörbüchern ist. Wenn wir jetzt einfach mal hier reinschauen, hier, das ist eine Datei, hier, das ist eine Datei. Nur, ich habe hier so ein Hörbuch, wo hier eben diese 48 Dateien drin sind. Gut, finde ich jetzt eigentlich nicht so praktisch. Ich habe dieses Hörbuch mit einem anderen Audiobook-Binder bzw. Bilder hier rein importiert. Wir machen das heute aber mit dem Audiobook-Binder und der ermöglicht es euch ganz einfach, das Audiobook mit den vielen Dateien zu einer Datei zusammenzuschließen. Das Programm ist sehr schlicht aufgebaut. Bevor wir aber zum eigentlich Importieren weitergehen, gucken wir uns nochmal kurz die Einstellungen an, denn hier kann man noch einige wichtige Sachen einstellen. Erstmal direkt können wir den Standard-Zielordner wählen. Ich mache das gerne auf den Schreibtisch. Dann können wir hier wählen, ob das direkt zu iTunes hinzugefügt werden soll. Weil das bei mir immer der Fall ist, habe ich das angehakt. Die Abtastrate, die Kanäle und die Datenrate ist alles für die Qualität zuständig. Da müsst ihr einfach wissen, was euch lieb ist. Und derjenige, der sich damit auskennt, wird auch wissen, was er da einstellen soll. Gut, maximale Banddauer finde ich ein bisschen unerklärend. Also ich weiß nicht wirklich, was ich damit anfangen soll. Ich habe das einfach auf 24 Stunden gestellt, da ich, egal wie lang das Hörbuch ist, trotzdem eine Datei haben will. Ich denke mal, so kann man diese Option verstehen. Gut, wenn wir dann weitergehen zum Importieren, werden wir hier erstmal den Autor und den Titel. Den Autor weiß ich momentan nicht, ist auch nicht so wichtig für diesen Test hier. Ihr gebt dann einfach hier logischerweise euren Autor und euren Titel ein. Der Titel nennt sich jetzt hier beim Testbeispiel Fußball unser, ist ein sehr kurzes Beispiel. Dann wählen wir hier noch unser Cover. Wir ziehen das einfach hier rein oder wählen Command-I. Und ja, im Prinzip war es das auch schon. Wir brauchen natürlich nur noch unsere Dateien. Wir markieren einfach alle. Ich habe die jetzt einfach mal hier in einem Ordner gespeichert. Wir ziehen die per Drag-and-Drop auf dieses Feld. Und ja, wir haben jetzt hier diese 48 bzw. 47 Dateien drin. Ich weiß nicht, wo die Datei 1 hingerutscht ist, aber egal, spielt jetzt keine Rolle. Wir können das auch jetzt direkt hier so vorspielen lassen, als kleiner Test, falls wir noch hier was ändern wollen. Aber im Prinzip war es das auch schon. Wir klicken jetzt einfach nur noch auf Hörbuch erstellen. Dann fängt das Ganze an zu konvertieren und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir hier auf dieser Seite die fertige Datei finden. Bis gleich. So, wir nähern uns langsam dem Ende und jetzt sehen wir, die Datei ist fertig. Und wenn wir die Datei gewählt haben, wird das Hörbuch direkt hier in iTunes importiert. Da wir kein Cover hinzugefügt haben, sieht das Ganze eben so aus. Aber wir sehen, es ist eine Datei ohne irgendwelche vielen Dateien, wie das hier der Fall ist. Und ja, das war es auch im Prinzip schon zu Audiobook Binder. Ich finde es wirklich sehr klasse, das Programm. Es ist sehr schlicht gehalten, aber einfach zu verstehen.
zumal auf Deutsch, und es funktioniert halt auch. Und alle nötigen Einstellungen sind da. Es lässt sich einfach hinzufügen. Ich glaube, mehr kann man zu dem Programm nicht sagen. Ihr habt gesehen, was das Programm macht. Und ich denke, das war's dann auch mit diesem Screencast. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim zugehörigen Artikel mal vorbeischaut und eventuell auch dort euer Feedback hinterlasst. Sowohl der Link als auch der Link zum kostenlosen Download im Mac App Store findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Gut, dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.